Herzlich willkommen hier live aus dem Alien Arsch, wo ich mit Sarazar LP auf der Suche nach köstlichen Knoten bin, die wir nachher zu einer zu Semmelknödeln verarbeiten wollen, habe ja, ich gehört. Knödel hast du gerade mit Knoten verwechselt, ne? Knöteln, Semmelknödel. Ja, dann mal weiter suchen hier. Wir müssen ein bisschen auf den Ping der Waffe achten. Ja, ein hohes Zirpen, wie man gerade hört. Und umso öfter ich, das pingelt hier, ihr hört dieses Didit, Didit. Ach, ist das ekelhaft. Und das Patschen, ach, wenn man läuft, das ist einfach so. Erinnert mich ein bisschen an den Film, kennst du diesen einen, wo die diesen Körper reinfliegen? Ja, so ein uralter, ne? Ja. Hier, oh, das Ping oh, wird ja heftiger. Warte mal. Da ist der... Wow, hast du mich erschreckt? Mit meinem Aussehen? Das sowieso. Nee, hier ist wieder... Aber echt, warum? Gott, Santos, es bewegt sich! Keine Sorge, es ist praktisch tot. Naja. Sieht aber nicht so aus. Sind wir da sicher? Ober die, Alter, da kotzt auch jemand ganz gewaltig aus. Ich glaube, der ist nicht so gut gelaunt. Oh, da unten! Oh Gott, 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 oh Gott. Wo kommen die her? Von hier, Alter, so war der Rücken frei. Oh mein Gott. Mach ich, das mach ich doch. Einmal hier. Alter. Verdammt. Ja, aber echt verdammt. Isaac, alles in Ordnung? Nö. Nichts ist in Ordnung. Das Ding hat einen unglaublichen Verteidigungsmechanismus. Und? Hat's funktioniert? Nein, das Signal ist extrem schwach. Ich kann es zu keinem speziellen Ort zurückverfolgen. Okay, ich suche nach einem anderen Nervennetz. Ja, gute Idee. Das sollte das Signal verstärken. Ja, gute Idee. Das ist beste Idee ever. Hey, Freunde. Das ist ja voll die einleuchtende Sache. Okay, weiter. Das wird bestimmt viel besser funktionieren. Ich glaube, ich weiß, wo das nächste ist. Hier war noch eins. Warte mal. Hier. Wo kommst du? Warte mal, ich muss jetzt mal. Du bist auf dem richtigen Weg. Ah, ja. Gleich rechts rein, ja. Da bin ich und es pinkt wie blöd. Hui! Rein mit der Suppe und da oben ist noch einer. Scheiße. Okay. Kommt und holt mich. Okay, ich deck dir den Rücken. Rücken an Rücken. Okay. Alles okay? Ja. Ehrlich. Ich würde gerne hier verschwinden. Was sagt das Signal? Es ist definitiv stärker, aber... Noch eine? Noch eine. Es kommen keine Feinde. Eine super Idee. Es kommen keine Feinde, erstaunlicherweise. Nee. Aber ich glaube, das ist nichts Gutes, dass jetzt keine Feinde kommen. Hier sind wir wieder richtig. Da hinten. Und da oben. Okay, los geht's. Whoa! Was? Komm mal weiter hier hin. Wir kriegen Besuch. Oh ja, hier ist eine Sackgasse. Dann lass uns hier drin bleiben. Ach, Alter. Man kann die nicht umhauen. Runter. Nee, wenn die auf einem drauf sind, geht das auch nicht. Alter! Was ist mit dem los, Alter? Ich nehme jetzt mal die Schrot. Ja, Schrot geht super. Ja, das war für mich hier das Beste. Ach, ich habe ja noch die Harpunenwaffe gemacht. Stimmt ja, die wollte ich eh ausprobieren. Oh, die ballert. Ist so gut treffen mit dem Ding. Das ist nicht so meine Stärke. Oh! Kuscheltier! Oh, immer diese Kuscheleinlagen, ey. Mist! Ah, das ist der nächste hier. Gewesen. Nee, der lebt noch.
Boah. Oh, die Harpunenwaffe ist nicht so meins. Also diese Bolzenschießerwaffe. Alter Schwede. Na, das war ja spaßig. Oh, ich habe nicht mehr viele Lebensdinger. Nee? War ein bisschen verschwendet gerade. Wo bist du denn? Ich folge jetzt dem Weg. Komm schnell! Komm in Sicherheit! Also die Missionarwaffe ist bisher die beste, meiner Meinung nach. Oh oh. Mit der Schrot als Combo. Super, Schrot und die normale Schusskraft. Alter, quatsch doch nicht dauernd rein! Ich höre gar nichts. Ich traue dem Norton keinen Meter. Der Norton hat nur mit dir gesprochen, deswegen konnte ich das gar nicht hören. Ah, okay. Okay, okay. Das musst du mir sagen dann. Jetzt Zwischensequenz. Norton, öffnen Sie den Käfig. Nein. Was? Wollen Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey! Wo wollen Sie hin? Ellie retten. Norton! 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 Der tickt nicht mehr sauber. Ellie, hörst du mich? Verdammt! Er hat mein Spastiker. Signal hab ich auch reingequatscht, weil ich unbedingt Spastiker sagen wollte. Wo ist denn die Alte hin eigentlich? Warte mal, ich guck mal ganz bevor da reingehen. Kann man bei der irgendwas klauen? Nee, ne? Nee. Warte. Was für ein Stricher, Alter. Was für ein Stricher, dieser Norton. Meinst du, der war Zeichner früher? Jetzt kommt doch bestimmt wieder irgendwas ganz Schlimmes. Warte mal, ich wechsle mal kurz meine Waffe. Diese Bolzenwaffe ist nicht so geil. Damit musst du mega genau schießen. Die macht zwar guten meinst Schaden. Du, die auf der 2 meinst du? Ja, die ich mir geholt hatte jetzt nochmal, die ich extra gebaut hatte letztens. Ich muss leider okay. Wieder auf die Missionar stellen. Die andere finde ich ganz gut sogar, die Sondenwaffe da. Warte, ich könnte auch nochmal ganz kurz gucken, ob ich nicht die. Ach, guck mal, der Superbot ist zurück. Militärantrieb ist, nicht die Shotgun oder doch? Boah, Ripcore wäre ganz cool. Würde ich gerne mal zeigen. Überwachungsladung haben wir schon. Telemetrie, Tesla, Plasmakern. Das kennen wir alles schon. Eine toll. Von der Scaff. Jetzt habe ich die ganzen guten Clips in diese Bolzenwaffe investiert. Naja, dann warte ich für die Missionar, gebe ich dann noch eine andere. So, was habe ich hier? Hammonds Impulsgewehr. Machen wir mal Folgendes. Ich probiere mal gerade was. Ich versuche mal die zu demontieren, ob ich da Teile rauskriege. So, okay. Ach, hier war das nicht. Alter, der Sucherbot kommt die ganze Zeit zurück und ich kriege immer mehr Dings. Das kann doch nicht sein. Okay, dann geht nochmal ein Safe. Das scheint irgendwie so nicht zu gehen. Oh, jetzt habe ich zweimal die leere Sondenwaffe. Die habe ich auch zweimal. Finde ich total super. Jetzt lassen wir aber mal weitergehen, weil wir haben in der letzten Folge schon wieder so viel getrödelt. Okay. Dann lege ich die mal auf die 2 just for fun. Mal gucken, was passiert. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter, ne? Du findest mich ja. Oh oh. Ich glaube, der gute Norton dreht durch. Ich glaube auch, dass der ein bisschen verrückt geworden ist. Ja, ich glaube auch, der Marker macht ihn zu schaffen. Vom Einfluss, genau, vom Einfluss der Marker, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist nicht nur der Eifersucht, sondern der hat was
der Seele brennt. Eine Macke hat der einfach, eine Macke. Und der projiziert das auf uns. Hier ist eine Audionachricht. Die kennen wir schon. Ja? Ist ja, nur neu? Die haben wir gestern schon... Nee, die haben wir gestern schon gehört und ich glaube sogar ein zweites Mal angemacht. Okay. Persönliches oh, stimmt. So, Außenzugang. Okay, der quatscht da hinten so ein bisschen rum. Hm. Ach. Warte mal, mein Bot ist gerade wieder zurückgekommen. Dann hole ich mal ganz kurz ab, dann kann ich den gleich wieder aussetzen. In der Wildnis. So ein Aussätziger. So. Wolfram wird ja auch langsam mehr. Ja, langsam könnten wir wieder eine Rig, ne? Ja, ja, aber ich lass den Rest jetzt erstmal, ich lass die Waffen auch gerade mal. An so ein Anzugsteil. Damit wir mal ein bisschen weiterkommen heute. Sonst hängen wir die ganze Zeit an den Bänken rum. Oh! Oh! Ah! Alter, da ist er doch, der Norton. Was? Als würden uns drei davon überwältigen. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clarke. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danny. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Los, Bastardelende! Oh nein. Was ist das? Das ist unser Freund. Wollen Sie mich verarschen? Was? Bewegung noch! Los doch! Oh, Backe. Drauf auf die Schwachstellen. Dase bringt nichts. Dase bringt nichts. Alter, der ist aber nochmal eine Ecke größer. Alter. Das ist aber nicht unser normaler Freund. Ich sehe seine Schwachstellen gar nicht, weil es da leuchtet. Boah. Wo siehst du die? Alter. Da. Fuck! Oh. Drauf da! Oh, los, blöß die Schwachstelle! Scheiße, ich wollte gerade ausweichen! Oh. Heilige Scheiße!
ja sowas von drauf. Alter. Diese Mini-Dinger immer, die da rauskommen. Und ich habe kaum Ammo in diesem Scheißding hier gerade. Oh nein, du bist Kacke, gestorben. Kacke, nein. Och Mann. Wie bist du denn jetzt gestorben? Ich hatte so ein Mini-Ding bei mir drauf und der hat so eine fette Klaue mir auf den Rücken gekloppt. Ich geh mal ein bisschen weiter zurück. Denk ans Medikit. Habe ich auch gemacht, die ganze Zeit. Aua. Ah, oh, jetzt werde ich denk zweimal von so einer Klaue erwischt, Alter. So, jetzt pustet er wieder raus. Scheiße, ich habe auch zu den zwei Medikits genommen, aber egal, ich habe noch was im Petto. Au! Fuck it! Geh ganz nach rechts. Oh, oder noch nicht. Gelben Stellen, wenn er anfängt zu büßen. Immer auf die gelben Stellen. Oh, Alter. Au, verdammt. Alter Schwede, komm schon. Jetzt rotzt er wieder diese Scheiße da raus. Komm schon, yeah! Na los, Alter! Alter, ich werd mal reingesaugt! Alter, ich auch! Nein! Nein, 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 nein! Fuck!